Lieber Hans, ich hoffe, es geht dir gut. Sei mir bitte nicht böse, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber ich habe einfach Zeit gebraucht, um nachzudenken. Hans, ich habe mich entschieden, vorläufig in Rom zu bleiben. Bei Sarah. Ich kann nicht anders. Sarah hat einen großen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht. Ich habe zufällig die Chance bekommen, hier in einer internationalen Schule als Deutschlehrerin einzusteigen. Hans hält mich für abergläubisch, aber es ist ein Wink des Schicksals, dass ich Sarah nahe bleiben soll. Hans, glaub mir, ich liebe dich. Ich hoffe, du verstehst es, wenn ich dich jetzt für unbestimmte Zeit allein lasse. Ich bin mir allerdings im Klaren, dass ich es akzeptieren muss, wenn du jetzt keine Zukunft mehr für uns beide siehst. Mit Hoffnung und in Liebe. Deine Clara. Frau Leisner, ich war jetzt gerade bei Ihnen zu Hause, da war er nicht. Waren Sie schon bei uns im Betrieb? Ja, ja, im Betrieb war ich auch, da war auch nicht. Sie haben nicht vielleicht eine Idee, wo er noch sein könnte? Nein. Trotzdem vielen Dank. Auf Wiederhören. Können Sie niemanden dazu zwingen, Herr Leisner. Aber Sie werden sich ein Leben lang Vorwürfe machen. Sie werden keinen Bruder mehr haben. Und Ihre Frau wird Sie hassen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen weiterhelfen wird, aber mein Bruder und ich, wir haben auch eine Zeit lang dieselbe Frau geliebt. Es war nicht einfach. Es hat lange gedauert, bis wir deinen Weg miteinander gefunden haben. Und im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, dass ich wieder einen Freund und einen Vertrauten in ihm gefunden habe. Leisner. Ich will mit ihm sprechen. Gut. Frau Leisner, wenn Sie den Moment allein lassen würden, ja? Liebst du sie? Ja. Ich liebe sie. Es tut mir leid, Richard. Wehe, sie wird nicht glücklich mit dir. Lassen Sie den Enkel vorbereiten. Dann ist es jetzt, warte auf Sie.
Martin auf ein Wort. Ja. Hat sie sich beruhigt? Frau Leisner? Nein, Nicole. Oh, da muss ich dich zur Vorsicht mahnen. Ich glaube, dass Fräulein Schneider ein kleines romantisches Herz einfach zerbrechen wird. Sie ist die Frau meiner Träume. Ich muss ständig an sie denken. Du Ärmste. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Ja? Ja. Das Problem, das ich da sehe, mein lieber Alexander, ist, dass sie beide an derselben Krankheit leidet, nämlich Beziehungslegasthenie. Ja. Alles, was ihr könnt und das wirklich gut könnt, ist jemand für eine Nacht abschleppen. Du meinst? Ja. Aber sich auf eine Beziehung einzulassen, verstehst du? Das ist ganz was anderes. Du bist wirklich der Gipfel, Martin. Findest du? Ja, absolut. Mal, wolltest du nicht noch bei den Vorbereitungen zur Explantation dabei sein? Oh. Ja. Mama? Wie viel hat er getrunken? Was ist das jetzt, Mama? Du solltest die Flaschen her. Lass mir die Flaschen! Wo ist das her da? Wo willst du denn überhaupt hin? Ich fahr zum Distelmeier. Zum Distelmeier? In deinem Zustand? Sag mal, gehst noch! Lass mich! Papa! Sag mal, spinnst du oder was? Was ist denn los? Das hat irgendwas mit dem Brief von der Clara zu tun. Hans! Hans, ist schön. Hans, jetzt lass mich in Ruhe! Was hat er denn getrunken? Da, so. Alles gut. Komm mit jetzt. Willst du was? Komm jetzt mit. Hans, was soll denn das? Lass mich. Was hat dir denn die Clara geschrieben? Aus. Vorbei. Ich bleib in Rom. Wir hätten so glücklich sein können. Und jetzt? Hans. Martin, machen wir uns nichts vor. Ich werde nie wieder richtig laufen können. Und je eher wir uns überlegen, wie es im Hof weitergeht, desto besser. Hier werden wir mit Arthur reden. Wenn er uns einen guten Preis zahlt, dann ist es vielleicht besser so. Vielleicht besser so.